Bon après-midi, Monsieur, Dame, cette dame un sacre de la chorale profane, einen wunderschönen guten Tag. Mein Hobby ist Altfranzösisch und der Titel dieses Podcasts ist Altfranzösisch. Ich habe mir gekauft ein Dictionary, Larousse Advanced Dictionary, New Edition French, French English, Anglais Français, 400.000 Translations und in diesem Wörterbuch gibt es ein Le Cahier Culturel Cultural Supplements, ein Kulturteil, und es gibt Milestones of the French Language, Jalon de la Langue Française, und ich bin angekommen bei Norman French in England, Le Franco-Normand des Anglais. Das ist aber der falsche Artikel, sehe ich gerade. Ist aber der nichts auf der Seite, der kommt. Ich lese den trotzdem vor. Da gibt es keine so schöne zeitliche Reihenfolge. Ich lese es einfach vor, wie es hier steht. Also erst auf Englisch, dann auf Französisch. Norman French in England. King Edward III of England. 1327 till 1377, pays homage to the King of France, Philippe IV de Valois, Philippe IV de Valois, 1328 till 1350, like almost all the members of the English aristocracy, aristocracy, Edward III did not speak English. After defeating Philippe IV at the Battle of Crécy, at the Battle of Crécy, 1346, he congratulated his troops, who were all English, in Franco-Normand. Also es gab diese Sprache Franco-Normand, der Teil davor, Englisch, Norman, Latin, ist das auch schon mal vorgekommen. Das war sogar ein englischer Text, da ging es um die Magna Carta. Die in Lateinisch geschrieben worden ist und nicht in diesem Franco-Normannisch. So, den ganzen Text nochmal auf Französisch. Le Franco-Normand des Anglais. Le roi d'Angleterre, Édouard le Troisième, oder Édouard III heißt das, glaube ich. Le Franco-Normand des Anglais, le roi d'Angleterre, Édouard III, 1327 à 1377, prête hommage au roi de France, Philippe IV de Valois, 1328 à 1350, comme presque tous les membres de l'aristocratie anglaise d'origine normande, Édouard III ne parlait pas anglais. Vainqueur de Philippe IV à Crécy, 1346, il a félicité ses propres soldats tous anglais en langue franco-normande. So. Und dann haben wir hier King Philipp. Es ist nicht Quatre, es ist Six, aber egal. King Philipp the Sixth de Valois, receives the homage of Edward III of England. The roi Philippe VI de Valois, ici hommage de Édouard
Trois de l'Angleterre. Es gibt hier farbige Abbildungen. Es ist, wie gesagt, Philipp der VI. Das sind historische Quellen, Abbildungen von historischen Quellen. Ich werde es nicht nochmal vorlesen, weil ich die Zahl vergessen habe bei dem komischen König. Oder verwechselt habe und nicht richtig vorgelesen habe. Und das gefällt mir sehr gut an dem Bildbuch. Das kann ich immer wieder sagen. Man merkt, dass das gut gemacht worden ist, was das angeht. Ich mache das hier in drei Sprachen und es ist ein bisschen holperlich, aber. Oder holprig, holprig heißt es, glaube ich. Macht aber nichts. So. Ich zeige jetzt noch die Originalquelle. Das Bild der Quelle. Es ist ein Bild von König Philipp dem VI., der von Edward dem III. Eine Hommage empfängt. So. Das ist das Bild hier. So. Man kann sich mal überlegen, wer da wem gratuliert, wer von hinten angefasst wird, warum das so gemacht worden ist. Das ist aber was für Historiker und nicht für mich. So, das war's schon mit dem Fall. Es geht weiter mit French as a Literary Language, Le Français Langue Littéraire. Tschüss.